So, jetzt habe ich ein Expertengespräch wieder und freue mich, dass Ingo Markgraf nochmal den Weg zu uns gefunden hat. Wir haben ja in unserer August-Folge über Dinner for Dogs gesprochen und wie man jetzt unschwer erkennt, meiner Katze Namiba schmeckt es sehr gut, euer Dinner for Cats. Und das, lieber Ingo, ist jetzt auch wirklich was ganz brandneues. Das habt ihr gemacht, weil ihr tatsächlich darum gebeten wurdet von den Tierbesitzern. Ja. Erstmal danke, dass ich da sein darf und dass es ihr so gut schmeckt, überzeugt mich natürlich. Ja, unsere Testesserin, ja. ja, du hast in der Tat recht. Ich meine, Dinner for Dogs gibt es jetzt seit 15 Jahren, 2002 gegründet. Und im Laufe der Zeit haben natürlich viele Hundehalter, die auch Katzen haben, uns angesprochen. Mensch, warum gibt es eigentlich bei euch keine gesunde Katzennahrung in der gleichen Qualität? Und ja, dann haben wir losgelegt und haben gesagt, gut, wenn es so viele Menschen, Katzenhalter gibt, die gleichzeitig unsere Dinner for Dogs Kunden sind, dann müssen wir uns was überlegen. Wir haben ja noch mehr Katzenhalter als Hundehalter in Deutschland. Insofern ist das in der Tat. Und ich finde es bei Katzenfutter auch noch schwieriger. Zum Beispiel, mein Anspruch ist immer, zuckerfreies zu finden. Ja, zuckerfrei, ich meine, es ist ein A und O, genauso wie bei der Hundenahrung bei uns kein Zucker verwendet wird. Ganz entscheidend ist, dass wir gerade bei der Katzennahrung jetzt feucht, die wir gerade frisch dieses Jahr 2017 eingeführt haben, dementsprechend 100% Naturbasis haben, genauso wie bei der Hundenahrung, kein Getreide verwenden ganz leckere Zutaten. Wenn wir uns das hier angucken, Lachs und Schrimps, eine ganz leckere Sache. Sie hat jetzt gerade hier Huhn und Kaninchen, glaube ich, am Start. Wir haben aber auch Huhn- und Katzenminze. Das ist im Augenblick so der Top-Brenner bei den Katzen. Huhn- und Katzenminze, okay. Ja. Und ich meine, gerade bei Katzen finde ich es eben wichtig, die werden ja in der Regel noch älter als Hunde. Und wenn die dann ihr Leben lang Zucker zu sich nehmen, dann haben die ja alle dann Zahnsteinprobleme und Zahnprobleme im Alter, manchmal gar keine Zähne mehr. Das ist ja ein riesiges Problem, finde ich. Ja gut, ich meine, die Katze ist durch ihre hohe Lebenserwartung im Vergleich zum Hund natürlich, wir sehen es hier, sie ist nicht so dick. Sie wird von dir schon sowieso anständig ernährt, jetzt dann mit den Dinner for Cats. Und natürlich kann man noch was hinzutun, dass man Nahrungsergänzungsmittel, die wir auch im Programm haben, verwendet. Oder eben auch die Kaustex, ähnlich wie Dentastex beim Hund. Ja. Und damit auch die Zahnreinigung gewährleistet ist. Super wichtig. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, weil ich habe schon oft mich aufgeregt über den Zucker halt. Und dann haben mir viele gesagt, ja, wenn Sie jetzt ein zuckerfreies Futter nehmen, dann frisst die Katze nicht mehr. Ne? Aber hier sieht man ja, also deswegen habe ich echt gedacht, ich hole mal meine Namiba. Das ist jetzt, der bleibt noch ein bisschen da, Spatze. Das ist jetzt ja ohne Zucker. Und sie hat das mit großem Appetit gefressen. Ne? Stimmt's? Ja, da kann ich doch noch mal zugreifen. Ne? Also das heißt, das ist ja alles nicht nötig. Und an Geschmacksverstärkern oder Konservierungsmitteln oder anderes könnt ihr das sparen, weil ihr auch eine andere Art der Zubereitung habt. Ja. Das ist ähnlich wie bei der Hundenahrung auch. Wir füllen kalt in die Dose ab und unter Dampfgaren wird dementsprechend alle Keime abgetötet, die unter Umständen drin sein könnten. Dadurch, dass wir nur heimische deutsche Produkte verwenden als Inhaltsstoffe, haben wir natürlich auch den großen Vorteil, dass wir die gesamte Produktionskette von wo kommt das Fleisch her, wo wird es verarbeitet, wie wird es verarbeitet, sehr stark in unsere Überlegungen mit einbeziehen können und auch dementsprechend kontrollieren können. Und wie gesagt, wir haben 2007 mit dem Thema Cats Wellness angefangen, der Trockennahrung. Das war beim Hund genau das Gleiche, erstmal die Trockennahrung herzustellen, weil der Produktionsprozess auch ein komplexerer ist. Und wir festgestellt haben, dass Katzenhalter in der Regel mehr Trockennahrung füttern als Feuchtnahrung. Ja. Das wundert mich jetzt, Ingo, weil eigentlich die Katzen ja nicht viel trinken, kommen ja ursprünglich eigentlich die Vorfahren unserer Katze aus der Wüste und sind ja eigentlich, nehmen ihre Flüssigkeit eigentlich durch das feuchte Futter auf, durch eben Mäuse und so weiter. Und es ist ja für eine Katze viel schwieriger noch, dafür zu sorgen, dass sie die nötige Flüssigkeit bekommt als beim Hund. Gut, ich meine, das kann man hier unterstützend machen, indem man einfach ein bisschen lauwarmes Wasser hinzuführt, damit dieser Flüssigkeitshaushalt erhalten bleibt. Also das könnte man machen? Ja, also es bleibt trotzdem bissfest. Und an der Stelle muss man ganz ehrlich sagen, es ist natürlich auch ein bisschen Convenience-Gedanke. Mach wenn mal ich, eins auf, ja. Oder ist es schwierig, das aufzumachen? Oder nein, das ist nicht schwierig. Wenn man dementsprechend nämlich sich mal den Markt anschaut, warum füttert der Katzenhalter. Einfacher natürlich, ne? Und wenn der Katzenhalter natürlich sagt, okay, ich bin nicht zu Hause, ich möchte jetzt den ganzen Tag nicht
das Futter rumstehen haben, ja, also die Feuchtnahrung, weil sie wird trocken, sondern ich möchte dementsprechend, man sieht es, zapp, da hat sie ja ständig was zu knabbern, kann selber ja entscheiden, jetzt esse ich so viel, dann drehe ich meine Runde also im Garten. Also gerade im Sommer ist es natürlich verlockend ja zu sagen, ich gebe eher Trockenfutter, ja, weil das lässt man dann mal rumstehen, nicht alle essen alles brav auf und ja dann kommen Fliegen und so weiter und das ist dann eklig und dann muss ja man es wegschmeißen, ja. Klar, aber solange was Feuchtes rumsteht, frisst sie lieber feucht. Zeigt sie jetzt sehr deutlich. Ja, aber immer nur das im Wechsel. Nein, Scherz beiseite, ist es wirklich letztendlich, ist es halterabhängig. Mhm. Wer macht den Kühlschrank auf, respektive wer füllt den Napf? Mhm. Also entscheiden wir als Hunde- oder auch Katzenhalter ganz aktiv, wie gut ernähre ich mein Tier. Und das ist eine Verantwortung, die kann uns auch keiner abnehmen. Wenn du sagst, ja, keinen Zucker, nicht zu dick werden und, und. Also, welche Mengen füttere ich, welches Futter wähle ich, welche Zusätze, welche Snacks. Ich meine, Snacks ist natürlich wunderbar, wie beim Hund auch. Einfach mal, um ein bisschen Goodie zwischendurch zu geben, um auch mal als Belohnung das dienen zu lassen. Und da muss man natürlich sagen, es gibt Menschen, die übertreiben es. Und dann ist natürlich immer so die Gefahr, dass das Tier einfach an Gewicht zunimmt. Ja, gerade bei Wohnungskatzen, ne? Das ja ist ja häufig, ja. Ja gut, ich meine, Freigänger haben in der Regel kein Bewegungsproblem. Mhm. Und wenn man sich jetzt eine Hauskatze anguckt, die sich wenig bewegt und wenn ich dann wirklich die Trockennahrung stehen lasse den ganzen Tag ja und dann, ja, das ist ein Futterspender. Ich glaube, das ist auch was, was man einfach nicht oft genug betonen darf. Trockennahrung ist viel konzentrierter und man muss einfach immer deutlich weniger geben. Man kann nicht die Menge vergleichen ja von Nassfutter und Trockenfutter, ja, bei Hunden genau ganz genauso. Und das sieht dann manchmal ein bisschen traurig aus, wenn man dann die richtige Menge einfüllt, weil das ist wenig dann. Wir haben uns ja auch sehr aktiv entschieden, letztendlich hier die kleinen 200-Gramm-Dosen zu machen. Hier haben wir jetzt das Huhn mit Katzenminze. Das ist eigentlich so die Tagesration bei größeren, ich sag mal, bis maximal 400 Gramm, zumindest nach unserer Fütterungsempfehlung. Aber das lässt sich auch leichter steuern. Wenn du jetzt eine große Dose hast und ja, Convenience, ich fütter, ich habe das nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Diese 200-Gramm-Dosen ist natürlich schön, weil ich weiß, okay, 200 Gramm, das ist eine Ration, wenn ich es morgens früh hinstelle und fütter, dann ist das ratzefatze weg. Ist die Gefahr gering, dass das übrig bleibt? Ja. Und, so. Und ich kann dementsprechend natürlich als Ergänzung eine kleine Schale mit Trockenfutter, dann, wenn ich aus dem Haus gehe. Noch so ein bisschen was zum Knabbern. Genau. Ja. Was gibt es denn jetzt für Elemente in dem Futter, die richtig gesundheitsfördernd sind und wo man richtig weiß, damit ist man prophylaktisch auf dem richtigen Weg? Ja, man ist prophylaktisch richtig auf dem Weg, wenn man an der Stelle sich einfach mal anguckt, wie jetzt in diesem Falle Katzenminze, die verdauungsfördernd ist, wenn wir die Lachs und Schrimps angucken, die Omega-Fettsäuren, letztendlich ja Omega-3-Fettsäuren, die sehr entscheidend sind. Und wenn ich hier auch in einem guten Mix füttere und ich sehe ja meiner Katze doch sehr schnell an, wie sie drauf reagiert. Das sehe ich am Fellglanz, verliert sie Haare und. Was man natürlich über unsere Nahrungsergänzungsprodukte als solches sicherstellen kann, oder unterstützen kann, besser formuliert als Prävention. Oder natürlich, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und die Katze ist zu dick, um so auch diesen Stay Slim Schlankheitsgedanken. Also sowas habt ihr auch. Sowas haben wir auch. Haben wir ja auch letztes, in der letzten Sendung bei Hunden drüber gesprochen. Genau. Ist genau eben auch wichtig. Ja. Und ich glaube, man kann schon sagen, was man da investiert. Bei so einem hochwertigen Futter spart man eigentlich nachhaltig langfristig an Tierarztkosten. Ja, natürlich. Ich meine, gut, wenn sich eine Katze verletzt oder ein Hund verletzt, dann ist man außen vor. Aber ich sag mal, eine gesunde Ernährung ist natürlich gefüttert, frisch wie selbst zubereitet. Das ist ja unser Credo per se. Also ich will die Qualität, die ich selber erzeugen möchte, für meine Lieblingskatze dementsprechend natürlich ganz, ganz klar in dieser Dose haben und auch wiederfinden. Und wenn wir jetzt uns das mal vor Augen führen und sagen, gut, hier habe ich den Basisbaustein für ein gesundes Katzenleben. Ernährung ist wichtig und man sollte es nicht unterschätzen, dass ich natürlich mit der Katze bewege, trainiere, mache und tue, dass sie nicht irgendwie auf dem Sofa immer mehr in die Breite geht, ist auch klar. Ja, also Katzen würden Mäuse kaufen, heißt es ja nicht umsonst. Also praktisch einem Naturprodukt nachempfunden. Jetzt hast du einen ganz besonderen Service, den du praktisch noch im Gepäck hast. Ja. Lieber Ingo, nicht nur diese wunderbaren Sachen für unsere Tierheime, sondern auch für die Glückspilze, die vermittelt werden. Jawohl. Eine kleine, wie soll man sagen, Morgengabe, eine Aussteuer. Ja. Grundsätzlich, wir haben uns überlegt, nachdem wir ja, das hatten wir schon im August gesagt, jetzt schon seit 3 Jahren,
aktiv als Partner die Potenhilfe unterstützen. Wir finden dieses Engagement super und toll. Vielen Dank dafür. Wollen wir, wenn wir jetzt eine Katze oder auch den Hund als solches über diese Sendung vermitteln, über euer Zutun, wollen wir gerne ein Starter-Package für den neuen Katzen-Hundehalter als solches dazu stiften, dass wir auch sicherstellen können, dass natürlich in Absprache mit dem Vorhalter respektive dem Tierheim eine gesunde Ernährung von vornherein stattfindet bei dem neuen Tierbesitzer. Und ja, da haben wir so einen Gegenwert, das sind ungefähr 53 Euro, da kommt man eine ganze Weile auch mit hin. Dann muss man, wie gesagt, gucken, nimmt man jetzt nur trocken, nimmt man trocken, feucht, den Mix oder was auch immer. Aber das müssen wir individuell absprechen. Das tun wir in der Regel telefonisch. Man kommt zu uns ja auch über das Telefon. Das heißt, man ruft an, man findet uns nicht im Laden. Wir haben keinen Online-Shop. Wir legen sehr viel Wert auf die Beratung. Mhm. Und das machen unsere Berater am Telefon. Und da habt ihr auch tatsächlich genug Leute am Telefon, die also dann sich die Zeit nehmen und... Wir haben zwei Standorte in Nürnberg und in Gera mit über 180 Leuten. Das ist natürlich der Hammer. Und man bestellt direkt und es wird ins Haus geliefert. Das sind ja auch Sachen, wo man ja nicht unglücklich ist, wenn man nicht so viel schleppen muss. Ja. Das wird frei Haus geliefert. Ich meine, das ist bei uns schon Usus seit Anbeginn der Firmengeschichte. Und natürlich schleppt niemand gerne irgendwie 30 Dosen oder jetzt hier 5-Kilo-Säcke durch, oder in dem Falle 2,5-Kilo-Säcke durch die Gegend. Das ist ein kostenloser Service, den wir bieten. Wir beraten. Natürlich wissen wir auch, dass manche Wahl für die Katze nicht geeignet ist, respektive nicht ankommt. Das sind schon Individuen. Ja, das muss man, deswegen ist ja diese Telefonberatung eine tolle Sache, dass man sich wirklich absprechen kann. Ja, wir sagen aber auch, ich muss ja auch risikofrei bestellen können. Man will ja nicht sprichwörtlich die Katze im Sack kaufen. Genau. Und deswegen haben wir auch sowas, wir nennen es Geschmacksgeld-Zurück-Garantie. Also sollte jetzt irgendwas nicht ankommen. Ja. Wir haben 5 leckere Sorten jetzt hier stehen. Jetzt mag sie 2 und 3 mag sie nicht. Dann können wir das, ein Anruf genügt, dementsprechend umtauschen in die Lieblingsmarken. Und dementsprechend wird es auch direkt von der DHL vor der Haustür abgeholt. Aber das ist noch ein guter Hinweis von dir, weil Katzen sind ja bekanntlich schnäubisch. Ja? Und das passiert ja ganz oft, dass bei einem Futter, dass die dann sagen, hier kannst du selber essen. Ja. Bei uns ist das Problem nicht. Ich habe 4 Katzen und eine ist immer da, die sagt, oh, gib her, ich nimm's. Ja? Ja. Aber das ist ein guter Service. Ja. Also dann danke ich vielmals auch für für die Morgengabe für unsere Tierschutzschützlinge und wünsche ansonsten den Samtpfoten guten Appetit, aber vor allem erstmal auch ein gutes Zuhause. Ja.